Hallo und herzlich willkommen wieder zu Let's Play FIFA Ultimate Team. Und es sieht sehr verdammt gut aus in Liga 1. Ich habe jetzt gerade zweimal gewonnen, und zwar gegen FC Gampa 2:1 gewonnen. War ein verdammt guter Gegner, war ein richtig geiles Spiel. Dann gegen Dragons FC Dragons, sagen wir mal so, lag ich sogar 0:2 zurück und habe sogar noch 3:2 gewonnen. War ein unfassbar geiles und knappes Spiel. Schade, dass ich da nicht aufgenommen habe. Wäre auf jeden Fall korrekt gewesen, aber naja, kann man nichts machen. Mir fehlen noch 2 Siege, also 6 Punkte, dann bin ich sogar Meister in Liga 1. Ich habe noch 4 verlorene Spiele, also dürfte möglich sein. Ich will diesmal mit meinem deutsches Team, gerade habe ich mit meinem englisches gespielt. Und ich muss echt sagen, mein deutsches Team geht verdammt ab jetzt mit Bastos und Gomez vorne drin. Jetzt wollen nur noch Piszczek und dann noch Reus und Hummels so. Also dann wäre das schon ein richtig, richtig krasses Team. Und ja, leider schon wieder Montag, ne, ist ja jetzt Wochenende vorbei gewesen. Der Lars kam gestern wieder, haben aber nicht geschafft aufzunehmen. Also wird Left 4 Dead, Alan Wake erst ab, und LOL, erst ab Dienstag wieder kommen. Oder LOL fällt, sagen wir mal so, heute aus. Weil gestern Abend kamen wir noch Deutschland nochmal, uns beide angeguckt, warte, Blaschikowski RF, okay. Michalas, El Charavi, Santi Casuala, Gündogan, Sam, Davlouis. Ja, geht so das Team von dem, ne? Könnte man gewinnen. Ja, gestern kam ja Deutschland, haben wir uns beide angeguckt. Deutschland war... Also, wenn man jetzt sagt, irgendwie Blamage oder so, die wollen einfach nur noch in den Urlaub. Die haben, weiß ich, wie viele Spiele gemacht. Auch wenn sie, sag ich mal, jetzt nicht so wie in Kruse Champions League gespielt haben oder so. Die wollen einfach wahrscheinlich nur noch nach Hause Urlaub machen, weiß was ich. Mehr wollen die gar nicht, ja sicher. Den ist das scheißegal, ob die da jetzt 5-1 verlieren, 4-1, 8-1, das wäre denen, ist denen glaube ich egal. Und deswegen soll man das auch nicht zu hoch aufhängen. Und außerdem, wenn Bayern und Dortmund Spieler dabei gewesen wären, dann wäre das Spiel ganz anders ausgegangen. Dann sind sie wahrscheinlich USA abgeschossen. Und USA ist wirklich normalerweise keine Nation. Die schaffen die WM-Qualifikationen jedes Jahr auch nur, weil sie gegen Jamaika spielen müssen und gegen Kuba und so. Das wird ja dann... Das schafft es ja, sind ja keine Gegner. Schöner Pass. Ich hätte, glaube ich, direkt am Anfang schießen sollen. Aber läuft eigentlich ganz gut. Er war noch nicht mal ansatzweise irgendwie vorne. Jetzt vielleicht mal. Na, hat man aber... Schön. Also mein deutsches Team, finde ich, ist verdammt gut. Mein Gott, ey. Die Chemie stimmt, also vorhin, als ich da 3:2 gewonnen habe gegen, weiß ich nicht mehr, wie der jetzt heißt. Also da spielen sie echt manchmal mit so mit Hacke und so ein Scheiß und Volley und so, die kennen sich schon verdammt gut. Chemie ist ganz gut. Uiuiui. Uiuiui. Wo ich finde, der Gewinner der USA-Reise ist auf jeden Fall, finde ich, Max Kruse. Also der war, finde ich, der auffälligste von den 5-9, sag ich mal. Klar war noch Draxler verdammt gut, aber der war ja so, da ist ja so oder so Nationalspieler. Also ich finde, Kruse war der, der am besten von den 5 ausgesticht hat. Wer waren da noch? Reinhardt war, glaube ich, dabei, neu, Aogo. Ich weiß halt nicht, wer da dabei war. Auf jeden Fall war Kruse sogar einer der besten allgemein in den 2 Spielen. Er steht aber hinten ganz gut eigentlich. Muss ich mal, wenn wir mal ausgeglichen. Nicht zu viel Risiko, aber ohne Risiko werde ich hier kein Tor schießen. Den wollte ich zwar gar nicht, aber okay. Oh. Ich finde Gomez eigentlich so, Gomez so, der fällt nicht auf, der hat... Oh. Santana. So, der Gomez, der hat keine Pace oder so, der ist nicht irgendwie so, von den Stats her jetzt nicht der Oberbrüller, aber ich finde den irgendwie im Spiel verdammt gut. Der hat, der Einzige, was er gut hat, ist Schießen, da merkt man ja auch. Ja, okay, dann sag ich kaum, Gomez hat gut Schießen, fängt sowas an. Ja, ähnlich ist mal auch gutes Wetter, auch bei mir, nur irgendwie, ich weiß, irgendwie in Thüringen oder so, ich weiß ja nicht, oder im Osten, ist Überschwemmung, könnt ihr mal drunter schreiben, vielleicht ist ja auch bei euch Überschwemmung oder wo das allgemein ist. In welchen Bundesländern Deutschlands habe ich nicht genau mitbekommen in den letzten Tagen.
Aber soll ja jetzt allgemein überall gut werden. Bin ich mal gespannt, endlich mal in Deutschland. Ja, das ist doch kein Schuss. Also da fehlt echt so ein Rom oder so ein Ribéry, die könnten da weiß für dich was machen, aber deswegen kosten die halt auch so verdammt viel. Oh, cool. Ach, Gomez, ey, das ist doch... Ich meine, die besseren Torchancen habe ich auf jeden Fall. Aber da bringt mir alles nichts, wenn das 0-0 steht. Oh, jetzt mal, jetzt komm. Gomez. Na, da kommt er da. Wollte ich gerade sagen, ne? Da könnte man pfeifen. Boah, da haben wir einen guten, den habe ich mir extra dafür gekauft. Barcelona, der ist so schwach. Viel zu schwach. Ja. Aber da mit Bastos kann man so aus zentraler Position richtig gut draufziehen. Also auf jeden Fall auch beim Freistoß. Ja, stark. Ja, das war noch gut gespielt. Dante! Nicht mal mit dem Kopf als Verteidiger einfach vorne geblieben und zack, 1-0 Dante, korrekt. Oder war ja ein Riesen, ist ja jetzt ein Riesenstreit, weil Dante und Luis Gustavo ja zur Nationalmannschaft nach Brasilien gegangen sind, wo der Scolari gesagt hat, Bayern ist selber schuld. Finde ich jetzt nicht unbedingt. Ich finde, ich meine, dass man so Länderspiele machen kann, am Ende nochmal Freundschaftsländerspiele am Ende der Saison, ist okay. Aber, ich finde, wenn einer schuld ist, dann ist halt der DFB. Und zwar, warum machen die? Hätten sie einfach, warum, ich finde, die Sommerpause, die geht jetzt 78 Tage. Und das auch nur, weil nächstes Jahr, ja, war klar. Weil nächstes Jahr eine WM ist, dann... Letztes Jahr waren es 111 Tage. Und ich finde das einfach total dumm. Also 111 Tage Pause, wofür? Wofür macht man 111 Tage Pause? Das verstehe ich nicht. Da finde ich lieber, da hätte man, sagt man einfach, warum der DFB nicht gesagt hat, mal zwei Wochen früher, dann hast du da nur 60 Tage Pause. Aber dafür sind halt die Länderspiele wirklich die letzten Spiele der Saison. Und dann hätte, Dante und Gustavo nicht diese Probleme gab, wenn der DFB einfach mal sagt, wir fangen mit der Saison eher an. Also in der besten Zeit des, in der besten Jahreszeit des Jahres wird kein Fußball gespielt. Da muss man sich mal reinziehen. Also ich finde das total dumm. Allgemein auch wie die Winterpause. Da ist bis zum 20. Januar. In allen europäischen Top-Ligen wird, in England wird gar keine Pause gemacht. Da ist nur am ersten, an Heiligabend und am Heiligabend und am ersten Weihnachtstag Pause. In Spanien spielt man am 5. Januar wieder, in Frankreich und Italien auch. Also ich finde, also die Pausen, na schade. Ich glaube, der spielt schon gar nicht mehr richtig irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber das ist gut. Schade. Also so die Pausen vom DFB, die sind einfach viel zu lang. Ich meine, warum? Man sagt, die so eine lange Sommerpause, um vorzubereiten, um Fitness wieder aufzubauen. Ja, als wenn die Fußballspieler zum Strand gehen oder allgemein nicht mal irgendwie Fußball spielen gehen, als wenn die wirklich die 111 Tage oder die 78 da wirklich keine, gar kein Fußball spielen. Och nö. Jawohl, drüber. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei euch geleckt hat, auf jeden Fall bei mir. Korrekt. Also wie letztes Mal hat man gesehen, Alex Meyer, der war, hat in Miami oder macht in Miami Urlaub und war am Strand und hat Fußball gespielt. Man spielt automatisch Fußball und wenn ich sage ich als Trainer, ja, haltet euch fit in der Pause. So einfach, keine Ahnung, geht jeden Tag 10 Kilometer joggen. Und das war, oh, scheiße. Und das war dann auch schon, also. Also die Pause finde ich total dumm. Oder Trainingslager in der Winterpause. Warum? Als wenn man da nochmal die Fitness auffrischen müsste oder weiß was ich, ey. Oder in der Sommerpause. Warum so eine lange Vorbereitung? Wenn du die ersten drei Spieltage verloren hast, musst du eh alles neu machen. Das Einzige, was ich mit der Vorbereitung verstehen kann, zum Beispiel neue Spieler zu integrieren, damit die sich mit der Mannschaft gut verstehen können. Beziehungsweise halt kennenlernen können für neue Spieler. Aber da mache ich halt, anstatt 78 reichen auch 60 Tage. Und dann mache ich da 5 Testspiele und dann muss das reichen. Außerdem, man lernt sich eh meistens nur beim Spiel kennen. Oder am besten lernt man auch nur beim Spiel. Also mit Spielpraxis halt.
Könnte es wetten, aber mache ich nicht. Hätte ich das mal lieber gemacht. Ey, wer war das? Bastos schießt so vorbei. Kenne ich gar nicht von dem. Also wenn ich Meister werde, dann ist ein, dann hole ich mir direkt Piszczek. Und dann vielleicht ist ja was im Pack drin, man weiß ja nie. Oh. Aber erstmal muss ich Meister werden. Das Spiel sieht nicht schlecht aus, dann fehlt mir nur noch ein Sieg. Um Meister zu werden. Wird in 3 Spielen, denke ich mal, möglich sein. Hoffe ich mal. Oder ich könnte auch 3 mal unentschieden spielen. Ey, das ist doch... Was spielt ihr denn jetzt da? Ich hoffe, gleich kriege ich noch das 1-1. Obwohl, entweder steigt der ab oder was? Ich weiß es nicht. Irgendwie spielt der nicht richtig. Gefährlich, aber der Alaba klärt. Alaba hat sich auch mega gelohnt, also ich finde den so gut bei dem Spiel. Ja, komm, zieh mal Alaba, in der Mitte ist er ganz frei. Ja, nicht zu dem. Aber wieso kann ich mein Spieler nicht wählen? Ey, das darf nicht wahr sein, ne? Aber dann, wenn so, Freundschaft, und dann sagst du Anton nur 90 Minuten für Bank, da finde ich. Ja, das ist so, ich bin so verspielt immer vorm Tor, ne? Chancenverwertung geht bei mir gar nicht. So, dann sag ich doch, ja, okay, du kannst da Triple feiern, das kannst du so selten, dann verzichte ich doch einmal als Nationaltrainer halt, auch wenn jetzt die Heim-WM ist. Oh, auch wenn jetzt die Heim-WM ist, sage ich ja, okay, dann nehme ich euch beiden mal halt nicht mit. Denke ich mal, kann man doch wenigstens einmal drauf verzichten. Finde ich. Und wenn jetzt gleich mit die Heimwehr ist und dann saß Dante 90 Minuten auf der Bank, also mein Gott, ne. Dann, ja, ein paar Transfergerüchte, sagen wir mal so. Gomez geht zu 80% oder so nach Neapel. Dass er sich einen neuen Klo, wenn das muss heißen, dass Lewandowski nach Bayern geht. Sonst wird der Gomez nicht gehen, weil bei Guardiola hat Gomez vor Mandzukic gespielt. Aber der Lewandowski wird, denke ich mal, dann spielen. Und deswegen denke ich mal, dass der Lewandowski kommen wird. Steht ja noch nicht zu 100% fest. Ja, was war das denn? Da war kein Schuss. Und dann denke ich mal, wird der Lewandowski schon im Anflug sein. Wird, denke ich mal, jetzt auch bekannt gegeben. Jetzt morgen, übermorgen, denke ich mal, wird das nicht mehr lange auf sich warten lassen. Aber ich finde, Neapel passt nicht zu Gomez. Oder Gomez passt eher nicht zu Neapel. Klar könnte Neapel eine gute Mannschaft werden. Mit Cavani, wenn er bleibt. Jetzt haben sie Benitez als neuen Trainer. Dann können sie was werden, aber ich finde, so Juve oder so wird besser zu. Ich bin so verspielt, ne? Meine Fresse. Geht mir selber auf den Sack. So, Juve oder ich weiß nicht, was der für Angebote noch hatte. Ich glaube mich nur von Neapel. Dann würde ich doch lieber nach Juve gehen. Also ich finde, jetzt im Moment ist der italienische Fußball eh wieder im Aufwärtstrend, sag ich mal, mit AC, Juve, jetzt vielleicht auch Neapel. Dann geht das ja noch, aber ob ich jetzt direkt nach Neapel gegangen wäre, ist eine andere Sache. Du kriegst bestimmt noch Angebote von Arsenal oder so. Würde ich lieber da hingehen. Ja, jetzt, ja, Gustavo kann nicht schießen, dann mache ich lieber zu Bastos. Nach hinten und Schuss. Schade, Lewandowski war da, glaube ich. Komm, vielleicht geht er nochmal was nach einer Ecke. Auch schon wieder Santana, ey, mein Gott. Einmal musst du den nur nutzen jetzt hier mal. Zum 2-0. Ja, wie gesagt, der Last kam gestern wieder. LOL fällt heute aus. Ab morgen kommt wieder Left 4 Dead. Und, ja, LOL halt wieder. Und Alan Wake von Lars. Aber guck nicht nur unsere Videos, genießt das schöne Wetter, Mario auch. Mann, ey, das ist doch... Och, das ist doch kacke. Ich will mich jetzt halt 1-1 bekommen, ne? Boah, das wäre so scheiße, ne? Das wäre so kacke. Natürlich kann ich auch sehr defensiv spielen, ne? 86. jetzt hat 1-1, das wäre verdammt scheiße. Komm, Gündogan, jetzt mach es.
Zieh nach in. Zieh nach. Eckball. Eckball ist okay. Hätte aber mehr draus machen können. So, ich schieße nicht mit Verfahren. Ich hasse so. So, ich muss. Nicht vom Tor weg, sondern zum Tor hin muss ich die drehen. Finde ich am besten. Von beiden Seiten. Gib nochmal Ecke. Egal, solange ich mich bei dem vom Tor fallen kann, kann ich kein Tor reinbekommen. Was ist nochmal zum Tor hin? Nein, das war nicht so gut. Das war gar nicht gut. Nein. Oh Junge, was machst du denn? Bist du des vollen Wahnsinns? Jo, da ist es. Da lass ich mir nicht nehmen. Das mache ich. Das mache ich. Jawohl, Lewandowski. Ne, Gomez. 2-0, 90. Das heißt 21 Punkte, mir fehlen. Ne, 18 Punkte. Und mir fehlen noch 3 Punkte in 3 Spielen. Für die Meisterschaft. Ich hoffe nicht, dass ich alle 3 verlieren werde. Dafür verdammt scheiße. Ich weiß noch nicht, ob ich das die nächsten Spiele alle aufnehmen soll zur Meisterschaft. Aber ich denke mal, wenn ich das Pack ziehen werde und mir Pischer kaufen werde, werde ich, denke ich mal, definitiv aufnehmen, um euch das nicht zu ersparen. Ah, 3 Spiele, 3 Punkte. 3 Unentschieden würden allerdings auch reichen. Also wenn ich jetzt die 2 verlieren würde, würde ich das letzte Spiel auf jeden Fall aufnehmen. Ah, das sieht sehr gut aus. Vertrag brauche ich auch nicht. Ja, so ein Piszczek oder so ein Hummels. Also wenn ich Meister werde, bekomme ich 8000 Münzen. Dann hätte ich jetzt schon mal 10.000. Ja, da würde ich mir erstmal einen Piszczek kaufen. Weil Gebrselassie, finde ich, ist die schlechteste Position noch in meinem Team. Und mit einem Piszczek wird das ganz anders aussehen. Dann noch mit dem Hummels wird das auf jeden Fall klar gehen. Und dann wäre mein Team fast fertig. Noch so ein Reus. Also mir fehlen noch 3 Dortmunder. Und dann fehlt mir normalerweise noch ein Schweinsteiger, ein Ribéry, ein Robben. Aber die sind alle viel zu teuer. Dann will ich mir danach erstmal mein englisches aufbauen. Also bei meinem deutsches Team bin ich auf jeden Fall schon zufrieden. Und mein englisches ist, sage ich, auch mal ganz okay. Aber, ja, hier so ein Nani. Ein Bay. Nani geht eigentlich. Kostet 30.000 so. Das ist okay. Ein Hart natürlich. Könnte man sich noch kaufen. Ein Touré für 50.000, 40.000. Ein Kompanie. Ja, hier Walcott und Valencia sind eigentlich schon ganz okay. Ein Hazard vielleicht. Ja, okay, Hazard lasse ich ja eher. Obwohl, ne, dann würde ich vielleicht hier Nani, Bale und hier ein Hazard spielen lassen. Das wäre ganz okay. Was kann man hier spielen lassen? Van Persie. Ein Suarez ist mega gut und billig. Suarez werde ich mir auf jeden Fall holen. Das geht schon mal klar. Auf jeden Fall werde ich mir von meinem deutschen Team bald die Formations- und Positionskarten kaufen. Auf jeden Fall schon mal für Gomez, denn bald auf jeden Fall, für Alaba bald auf jeden Fall, Dante, Fafan und Bastos. Und dann ist die Chemie auf 100 und dann geht mein Team richtig ab. Also dann ist es schwer, sag ich mal, mich zu schlagen. Bin jetzt nicht der beste FIFA-Spieler, aber doch definitiv ein guter, sag ich mal. So, ja, ich wünsche euch viel Spaß, schönen Montag noch, guten Start in die Woche. Morgen geht's weiter mit FIFA Ultimate Team, hoffentlich mit dem ersten Meistertitel. Tschüss!